Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Tales of Cisteria. Lasst uns direkt auf in den Häftlingstausch-Sumpf. Beziehungsweise es ist nicht mal richtig ein Dungeon, wie ich gerade sehe, oder er wird nicht so richtig als das gewertet. Oh Gott. Das sieht ja schon super aus. Aber ich sehe schon, hier ist noch etwas für ein Im Häftlingstausch-Sumpf gibt es ein Dorf, das von einer heiligen Frau gegründet wurde. Sie muss etwas merkwürdig gewesen sein, einfach so ein Dorf nirgendwo zu gründen. Okay. Wir sind den weiten Weg gekommen, um Geschäfte zu machen. Wie ihr bestimmt sehen könnt, hat der Chef ein paar interessante Vorstellungen von Geschäften. Die Durchquerung des Zafgott-Moors war genauso hart, wie man es sich vorstellt. Mein armes Pferd sieht total abgekämpft aus. Okay, das spaltet sich nochmal in zwei. Das sieht aus nach einer Ruhestätte. Nicht Ruhestätte. Ich glaube, ich krieg's auch bis zum Ende nicht mehr hin. Eine Fundstätte, aber es ist gar keine. Aber hier ist ein Monolith. Dabei hätte es echt eine sein können, ne? Ach Moment, ich wollte ja nochmal gucken, weil Soraya ein neues Unterstützungstalent bekommen hat. Was haben wir jetzt für Aktionspunktsuche? Schatzdetektor. Ja gut, das brauche ich aber nicht, weil das hat ja schon Mikeleo. Aber das sieht so verdächtig aus, ne? Aber das ist keine, komischerweise. Weil hier noch mehr von denen sind. Gut, hat sich erledigt. Okay. Es ist im Prinzip so ein neues Gebiet. Warum ich es auch immer als Dungeon gewertet habe. Im Prinzip so alt wie das Zafgott Moor. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Nach hier ist eine Sackgasse. Antriebsstiefel. Die checken wir mal kurz, weil es nur für die drei sind. Aber ich glaube, nee. Nee. Nichts für uns. Es hat jetzt aber keine neue Musik, ne? Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch nicht immer ganz so drauf geachtet. Oh Gott, sah das gerade eklig aus. Das war jetzt, kam jetzt ein bisschen überraschend. Seestern, Level 50. Was wollte ich sagen? Also die Musik war auf jeden Fall schon in einem anderen Gebiet. Na gut, es muss jetzt auch nicht jedes Gebiet eine neue Musik haben, um Gottes Willen. Aber so ein Seestern, das hatten wir auch noch nie. Ach, und da ist auch ein Blümpes. Alter, ich hab mich so erschrocken, als es aus dem Boden geschossen ist, ne? Oh mein Gott. Ah, ich seh dich. Alles teilbar. Wer bist du denn? Gnadlos Plantus.
Okay. Da hatten wir ja schon mal ein paar von. Zum Beispiel Wolgramwald war auch eine davon gewesen. Und Bamsi hilft mir, meine Essa aufzufüllen. Von daher. Ich krieg Money. Und den neuen Gegner wollen wir uns ja schon einmal anschauen. Und Rosie rastet erstmal wieder total aus. Aber die halten auch ganz schön was aus hier, die Gegner. Wie viel KP habt ihr? 5000? Das hatten wir schon. Oh, ach so, eine neue Version wieder. Ach, du steckst doch da wieder am Boden. Ach, das ist eine goldene, alles klar. Irgendetwas? Ah, da kann man hochklettern. Verfolgt mich irgendwas? Ja, tatsächlich. Wasserskühler. Na gut, nehmen wir die auch noch mal mit. So, und jetzt einmal hier rauf. Ah, dann kommen wir in diesen einen oberen Bereich, alles klar. Irgendwas Spezielles hier? Ah, eine Kiste. Mystische Federmontur. Da hatte ich, glaube ich, schon mal welche von. Ich glaube, die waren einerseits gut. Und das war mit dem Nestor-Gewand. Ich konnte mich dran entsinnen, dass sie nämlich ziemlich die Abwehr. Gesenkt haben. Okay. Ach, da ist wieder so eine kleine Fee. Da ist noch eine goldene. Ja, ich brauche echt diese. Was ist da denn? Halleluja. Ich brauche diesen goldenen Schlüssel. Ah, ist das vielleicht der Dungeon-Eingang? Das könnte gut sein. Hier geht's auch noch hoch. Ach, jetzt nochmal so mit dem Sumpf, nochmal so ein ganz anderes Gebiet. Oder ist das etwa diese Siedlung, die gegründet wurde? Jetzt womöglich irgendwie zerstört? Und warum kann ich hier hoch, wenn hier nichts ist? Moment, Moment. Ich habe es noch aus dem Augenwinkel gesehen. Da ist schon das erste. Dann lass uns mal kurz dahin. Ach, das ist. Da ist auch noch ein Schmelztiegel. Erstmal nach hier. Oh, hi. Du hattest was? Wind, okay. Ach, und die Fee ist auch schon wieder dabei. Ah,
Ich weiß gar nicht mehr, was die Feen für eine Schwäche hatten. Ach hier. Erde und natürlich Widerstand, wenn es natürlich. Natürlich, was auch sonst. Ne? Na gut, kümmern wir uns erstmal um den Seestern. Der schon hinüber ist, sehr schön. Yanderu. Genau, ich wollte noch hier. Das war gemein. Ach, ich hasse es, wenn die vor mir so auftauchen. Da renne ich meistens rein. Ich muss gleich mal gucken, wie es leveltechnisch aussieht. Ich glaube, Sorei ist jetzt 71 oder 72 und er ist immer bislang der Höchste. Aber die anderen sind zu dicht dahinter. Ich würde gerade sagen, wenn Rose ein Level erreicht, dann sollte Sorei auch bald eins haben. Ja. Ich frage mich echt, warum mir Cleo so hinterherhinkt. Da kann ich nichts machen. Hier ist noch eine Truhe. Ah, Ploppring, den hatte ich auch schon mal. Hi, Namin! Chillt er erstmal seine Base. Hier, knall drauf. Ich habe schon gerade gedacht, was ist denn da? Irgendetwas habe ich gedacht, ist da drauf, aber... Ja. Genau, hier war noch ein Kraut. Kommen wir da noch einmal hoch und dann sind wir da in einem Dungeon. Bin ich ja mal gespannt, was für einer. Hier geht was drauf? Ja, eine Truhe. Quarzstiefel. Ich habe schon so viele Quarzstiefel mittlerweile und hast sie nicht gesehen. Aber die sind ja alle unterschiedlich, obwohl sie halt gleich heißen. Aber haben andere Werte. Ach, hier ist der Richwagwald. Okay, mal ganz kurz reingucken. Wow. Okay, das scheint aber nicht groß zu sein. Alles klar. Und dann haben wir ja noch so viel wieder. Wir müssen auch noch zur Westungsschlucht und hast du nicht gesehen? Den Irisstein da holen. Aber ich denke, wir kommen hier in dem Part mit dem Sumpf durch. Ich habe dich genau gehört, du kleines Mistvieh. So, ich glaube, da oben war ich noch nicht drauf. Oh, ich wollte gerade sagen, wenn die mich jetzt erwischt. Genau, hier war ich noch nicht. Da ist noch eins höher. Wo aber leider nichts ist. Oh. Ach so, ich komme hier zum Schmelztiegel. Alles klar. Pratapana habe ich, glaube ich, gerade gelesen. Ich habe mich schon gewundert, wenn da ist nichts und man muss trotzdem hochklettern. Genau, Pratapana. Da ist auch noch eine Kiste. Geschicklichkeits... Oh. Deko. Ich weiß gar nicht, ob wir so einen schon mal hatten. Ja. Wenn ihr so viele rumrennen, irgendwann muss das ja mal passieren. Da noch ein gefährliches Treffen.
Gucken wir uns gleich mal an, für wen der Schmelztiegel bestimmt ist. Ich glaube, uns fehlt da noch... Ich weiß gar nicht, habe ich den... der Schmelztiegel in Gododin. Der war ja auch noch so ein Vieh. So ein Tausendfüßler. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon gemacht habe oder nicht. Fällt mir jetzt gerade nur so ein. Bin ich mir tatsächlich nicht sicher. Das Level seid ihr eigentlich 47. Ja, ich wollte gerade sagen, wir kennen euch ja schon. Bei der Kamenad-Brücke kamen die zum Beispiel schon. Ich weiß gar nicht, ob das auch die sind aus dem Erdschrein. Ich glaube sogar ja. Nur Rose und ein Seraph dürfen eintreten. Interessant. So, jetzt will ich mal kurz gucken. Genau. Den möchte ich mir mal angucken für Rose. Ne, ich glaube, den lasse ich erstmal. So. Jetzt haben wir hier die Ecke und dann da, ja. Das schaffen wir locker in diesem Part. Hier haben wir die Ecke abgerasen, da haben wir noch eine Kiste. Und ich sehe schon, was passiert. oder auch nicht. Ich konnte gekonnt ausweichen. So, dann einmal hier hoch. Ich habe noch gesehen, auf der anderen Ecke, da ist noch eine Kiste. Oh. Traubengummi. Sonst noch was? Nee, okay. Wo geht's wieder runter? Hier, ne? Ja. Da ist noch... Ah, dann müssen wir gleich sowieso hin. Dann holen wir uns erstmal die Kiste. Na komm, dich nehmen wir mit. Okay, er will nicht, alles klar, dann nicht. Jetzt aber. Och, jetzt ist das Blimpkes auch noch dabei. Glaubt es. Das war nicht dein geplant, aber okay. Oh Gott, wie viele sind hier denn noch? Naja, war auch ein gefährliches Treffen, von daher. Aber die Erfahrung können wir immer gut gebrauchen, von daher. Passt schon. Na komm schon. Na, ich habe keine
Ah, okay. Braucht sich gar nicht mehr. Alles klar. Ah, das, okay. Na, hier ist auch wieder. Oh, ich sehe schon da hinten. Verlassenes Rodin. Wieder eine Medusa. Schauen wir uns mal kurz um. Ich denke nicht, dass wir sonst noch irgendetwas... Aha, hier geht's noch. Dann gehe ich erstmal kurz hier hochgucken. Oh, ist das ein... Kann ich da auf der anderen Seite wieder runter, oder? Sah das nur gerade so aus? Traumgummi? Ich dachte, das wäre jetzt eine Abkürzung. Naja. So. Ich gucke mir gleich an. Oh doch, da ist noch eine Kiste. Erbertart. Gott sei Dank wusste ich jetzt nicht, dass ich irgendwie in die reinrenne. Okay, probieren wir es. Juri, nee. Eure. Was? Moment, erstmal Level 57, keine Schwäche. Aber erstmal Erd, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob man das jetzt Jurial ausspricht, Englisch oder halt Eureal. Erinnert sich Jurial. Okay. Die Fertigkeit, die einen vor der Versteinerung schützt, ist die Aegis, eine Bonusfertigkeit, die du durch Kumulation von 6-mal der gleichen Grundfertigkeit aktivieren kannst. Was? Anders gesagt, wenn du bis jetzt noch keine 6 Grundfertigkeiten kumuliert hast, solltest du wohl lieber Kehrt machen. Was? Egal. Wir kriegen das hin. Hoffe ich. Wie viel KP hast du? Nicht viel. Vielleicht kriegen wir es hin. Das hat sich auf jeden Fall schon mal wieder belohnt. Erstmal den Stein daneben werfen, super geil. Also im Moment hat sie noch nicht wirklich viel zu melden. Freut mich. Okay, ich wollte gerade sagen, wenn sie den großen Stein auch ausbrechen kann, dann weiß ich es auch nicht mehr. Oh Gott, oh Gott. Ich würde sagen, das gefällt mir nicht. Na komm schon. Was noch? 6000 noch. Halleluja. Als er das Glück mal nicht versteinert, freut mich sehr. Oh
Das Kampffeld ist jetzt gerade nicht so prickelnd mit dem Stein da, aber nehmen wir es so hin. Na, jetzt ist sie doch Geschichte. Ja, okay. わかった。人の欲望は底なしだって。ライダー。はい。聖女なんて持ち上げて、全部押し付けて、自分は何もしないくせに、子供たちは病気で死んだのに、私のせいじゃないのに。 余力を残してやがったか。くそ、また浄化できなかった。敵が一枚上手だったわね。ねえ、今の兵馬が。ああ、聖女だったんだろう。信じた民衆に裏切られて。レデューサ州は独善や憎悪に染まった女性が変化した兵馬とされています。通りで睨まれると固まっちまうわけだ。聖女は修道女なんだし、 ペンドラゴンの教会行けば何か手がかりあるかも。調べてみよう。あんな兵馬を野放しにはできない。 Okay, müssen wir uns also merken. Pendrago. Jetzt gehe ich erstmal kurz hier rein, damit wir das aktiviert haben. Wo sind wir denn hier? Arktis-Ruinen. Okay. Gut, hätten wir das tatsächlich abgeschlossen, diesen Part? Hätten wir den noch und die Festungsschlucht. Und das dann. Ja. Wie weit ist das von hier? Ha. Ich bin nämlich gerade im Überlegen, bevor ich das vielleicht vergesse, dass ich da erst kurz nach Pendrago gehe. Ich glaube, da reise ich nämlich kurz hin. Das war gerade ein kleiner sag schon. Umweg. Das war's, was ich wollte. Aber nachher vergesse ich das nur. Deswegen möchte ich hier schon einmal kurz hin. Dann klatschen wir das hier noch einmal kurz rein. Ich denke mal, vielleicht machen wir das nächste den Riechwagwald. Ist es ne Riechwag? Irgendwas. so, wo muss ich denn? Ne, ich muss noch. Ne, 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 ich muss noch hier. Tatsächlich, da ist auch was. お集まりいただき感謝します。私が同志マルフォです。はい、同志様よ。疫病の町を救ったって噂はマジなのか。何、ハイランドの王女を手伝っただけですよ。一晩で橋を架けてね。じゃあグレイブガントの戦いを収めたっていうのは。 人同士が争っている場合ではない。そのことを知らしめたかったのです。苦しい戦いでしたが、ローランス騎士団の理解を得られました。あれ、白王騎士団のセルゲイ様よね。まんざら嘘でもないってことか。幸い捕まらずに済んでいますよ。
それこそが世界を救う唯一の希望なのですから皆さんが望まれるならこの同志マルフォが命を賭して彼らに祈りを届けましょう同志マルフォ同志マルフォ世界に天族の加護をふざけるな全部スレイがやったことだセルゲイだって分かっていたろうに何かあったのかな多分 Das frage ich mich aber auch, Sergei. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Vergib mir, Sergei. Was ist... Ach, da ist noch was. Um den Segen der Seraphim zu sichern, brauchen wir einen geeigneten Träger und jemanden, der die Segnungszeremonie führt. Hergehört, eure Spenden bitte. Jede noch so kleine Gabe hilft. Okay, den Rest machen wir aber erst beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dann.